Play. Ich habe heute irgendwie das Déjà-vu meines Grauens gehabt. Ich habe deine Folge 22 geguckt und irgendwie die ganze Zeit das Gefühl gehabt, Degert, hast du alles schon mal gehört? Hast du das nicht selber irgendwann mal gesagt, was der da gesagt hat, so ungefähr? Ey, ich hatte heute echt Déjà-vu des Grauens. Ja, keine Ahnung. Ich hoffe, mein Gehirn ist nicht komplett durch. Werden wir ja sehen. Auf jeden Fall, diese Woche steht eigentlich nicht viel an. Wir gehen auf jeden Fall erstmal in die Höhle. Ja, von daher würde ich mal sagen, ich weiß nicht. Ich hatte überlegt gehabt, ob wir diese Woche die ganze Zeit, also jetzt auch quasi die gesamte Woche lang eine Höhlenwoche machen, also die gesamte Zeit eine Höhlentour. Ehrlich gesagt, müssen wir noch ein bisschen überlegen. Ich würde mal sagen, wir legen erstmal los. Und ja, gucken mal, wie weit wir damit kommen. Jetzt muss ich gerade ganz kurz gucken. Record. Nein. Genau. So. Oh, tja, tja. Okay. Sonst noch irgendwas Neues? Nö, eigentlich nicht. Nachgucken kann ich jetzt leider auch nicht, weil dafür muss ich die wieder Minecraft beenden. Also, ne, bevor hier MyTest Version 6 rauskommt, ne, möchte ich ein On-the-Fly-Wechsel zwischen Vollbild und Fenstermodus haben. Und sonst raste ich hier aus. Sonst gibt's hier aber Ananas. Könnt ihr mir mal glauben, du. Hat oder ist gerade dabei irgendwie am Spawn, will sie einen Shop bauen? Ich weiß aber nicht, ob sie damit jetzt schon angefangen hat. That's a good question. Er hat auch gesagt, ihr tut ganz das ja auch auf all meinen Servern Moderator. So. Wir alle wieder aufgeladen gehabt. Runter gehen wir direkt wieder in die Höhe. Warum ist gerade die Framerate so low? Die CPU. Im Hintergrund irgendwas? Nö. Ich sag, ich bin heute irgendwie so komplett. Heute komplett Boy in AFK. Oh, da ist jemand gestorben. Bleibt immer stehen. Was will ich haben? Oder willst du gucken, wie es gehört? Da ist wohl jemand in unser Loch gefallen. Ja, Löcher sind gefährlich. Konnichiwa. Ah, neuer Charakter sagt mir gar nichts. Oh. Er hat aber einiges verloren. Mal gucken. Last Login Erzenbier. War am 27. Das ist schon 4 Tage her. Gut, dann wird das nicht vermissen. Heute ist ja eine 30. Her. Naja, ungefähr 4 Tage. Also von den Stunden her, ne? 96 Stunden. Achso, ja, eben, steht ja auf die Uhrzeit da. 11 Uhr. Ja. Das ist wirklich fast 96 Stunden her. Also mehr als 96 Stunden. Dann, wenn er es vermissen würde, hätte er es schon längst geholt wieder. Plündern wir das Ding einfach mal. Oh ja. Gedroppt. Ein volles Inventar. Und die Rüstung hat.
Ja, wir können natürlich auch nicht alles mitnehmen. Das ist ganz klar. Ich würde mal sagen, du bist ein Stein. Komm, die Steine sind Steinsachen, die brauchen wir alle gar nicht. Kann man Sachen halt in so einen Bone nicht zurückpacken. Aber gut, will ich auch gar nicht, weil ich will diesen Knochen, ich will ja diesen Knochen hier weg haben. Damit der hier nicht meinen Gang versperrt. Steinaxt kann weg, Holzleiter. Einmal Pflasterstein kann auf jeden Fall weg. Lohnt sich hat auch schon fast 150 mal Pflasterstein, kann man schon. Was hat er denn hier alles? Tschüss. Hat er denn hier alles gedingsterbumstert, ey? Kann man daraus kann man doch auch so eine Dinger machen, oder? War das so? Ja. Alles. So, ja, haben wir mal ein bisschen was. Könnt ihr das Ding aufsammeln? Ja! Nice! Haha! Weil, ne, daraus kann man immer ein Bodenmehl machen, ne? Also Knochendichtung ist schon wertvoll. Scheiß einfach mal irgendwo. Frage ist, wo bist du? Nee, ne. Tiert nicht, du bist doch schon so voll. So, das kann auf jeden Fall erstmal da rein. Du kannst auch da rein. Du auch, du auch, du auch. So, du bist der Holz. Holz kommt in die Holzkiste. Da. Da kommst du auch. Du auch. Papier kommt. Ah ne, Papier kam ja. Moment, was? Ist das Plastik? Hier ist auch Papier. Ach stimmt, ein Stack hatten wir hier gelappt. Hier gelappt. Im Schreib. Mensch, Alter. Fürs Protokoll, es ist mitten am Tag, ja. Und ich bin trotzdem komplett mein Welt. Einfach fertig mit der Welt. Ja, auch gerne. Ist fast leer. Hier können wir mal ein paar Sachen reinschmeißen. So, die Gold haben. Über 100 Goldtaler oder sind die voll? Nee, unser Inventar war leer. Das kann nicht sein. Da. So. Die Rüstung. Ja, keine Ahnung, was wir mit der Rüstung machen. Ich bin auch am Überlegen, ob ich, ne, also ich hatte ja gesagt, dass ich ja diese eine Mod machen möchte, womit ich, genau, die Goldtaler wieder in Goldnuggets umwandeln kann. Und in dem Zug habe ich auch überlegt, allgemein mal eine Mod zu machen, wo ich so ein paar Sachen quasi wieder einschmelzen kann, ne? Also zum Beispiel so eine Rüstung hier einschmelzen kann, um daraus, sage ich jetzt mal, wieder vier Eisenbarren. Ja. Vor allen Dingen wäre das dann wirklich auch wieder ganz schön, naja, Game-Breaking, weil, ne, wenn man jetzt eine Rüstung hat und die fast aufgebraucht ist und daraus wieder Eisenbarren macht, ist zwar irgendwo realistisch, ne, weil auch im Echten kannst du ja eine Eisenrüstung, wenn die fast komplett verbeult ist und komplett zerknautscht ist, sage ich jetzt mal, kannst du sie ja trotzdem. Von daher wäre das jetzt nicht so schlimm. Andererseits, ne, wäre dann quasi die Goldrüstung oder Goldrüstung weiter, die Eisenrüstung auf einmal relativ preiswert, weil du halt relativ wenig Eisen. Aber da werde ich mich selbst nie einig. So, gehen wir jetzt mal runter. Mal gucken, ob hier noch ein Bone irgendwo rumliegt. Bone mit so einem Grün. Bremst doch, Alter. Was ist hier los?
Kommen eigentlich die alten Items nachgeflogen? Oder bam bam jetzt einfach um? Weil die noch nicht geladen hatten. Eisen. Die Frage ist, was wollte dieser nette Herr bei uns in der Höhle? Ha? Wollte er für unsere Ressourcen haben? So wie das Eisen hier? So viel Eisen! Holy shit, ey, was ist denn hier los? Na gut, andererseits Eisen haben wir ja massig. Boah, Alter, was ist denn hier los? Oh, wie Alter! Wisst ihr, wir sollten noch das ganze Eisen abbauen. Finden wir immer schöne andere Sachen hier. Kupfer, Alter, nice! Ne, Kupfer war ja auch eins der Sachen, wo wir primär nachgucken wollen. Scheiße, ich hab gar keine Fackeln mitgenommen. Und auch keine Materialien, um Fackeln zu bauen. Ne, wie gesagt, Kupfer ist ja eins der Sachen, die wir primär suchen. Kupfer und Blei. Das waren dann die beiden Sachen, die wir da brauchen werden. Für jetzt und für die Zukunft. Ich würde mal sagen, machen wir hier erstmal weg. Leider kein Kupfer mehr. Schade eigentlich. Dann gehen wir nochmal nach Hause. Reparieren gleich mal die Spitzhacke. Ist hier noch Kupfer? Ne, nur Gold. Schade, kein Kupfer mehr. Oh, ein bisschen Vitriol. By the way, das sieht ja hier scheiße aus. Ich sollte mal eine Schippe mitnehmen. Macht wahrscheinlich Sinn. So ab und zu mal ein bisschen Geröll weggraben. Kohle kann nie schaden. Ach, hier war ja schon die erste Höhle. Moment mal, ist hier schon viel zu tief? Direkt ein bisschen Kupfer. Easy. Da kommt Freude auf. Ist ja auch ein bisschen, hier, sag schon, ein bisschen Blei. Ja doch, genau, Blei. Blei. We need more. Kupfer auch gerne, aber hauptsächlich Blei. Oh. Ich dachte, ich schaff's noch raus. Hey, wir können unter unten gucken. Schon mal. Wow. Lol. Da. Lass mich durch! Was war das jetzt? War das hier irgendwo? Ich trau mich nicht. Oh, ich geh jetzt noch weiter runter. Ach ja, hier. Keine Ahnung. Oder jemand anderes war hier drin. Kann natürlich auch sein. Oh ja. Gut, gehen wir mal wieder raus. So eine richtig schön große Räume hier. Finde ich optisch gesehen schon relativ cool. Das sieht aber eher fast so aus, als wenn wir hier schon mal drin waren. So, ein bisschen Kupfer. Ein bisschen Kohle. Ah, das Kupfer. Ein Block? Ernsthaft? Das ist ja auch scheiße.
Selbe Zeug da halt. Marmor, glaube ich. Eben, das schwarze war Granit. Also ist das Marmor. Ah, guck mal. Mehr nicht. Schade eigentlich. Was leuchtet denn da hin? Achso. Ich dachte schon, das ist eine Neonkatze, aber nee, da haben wir schon ausgeleuchtet. Schmeiß gleich mal die Spitzhacke in den Verwerter. So, einmal da rein bitte. Dankeschön. So. Dann wollen wir mal ein paar Fackeln mitnehmen. Wir haben ja gerade ein bisschen Stöcker geschenkt bekommen. Alle mitgenommen bisher. Na. Ja. Ja, okay. Gut, da brauchen wir auch keine mehr. Oder was wir brauchen, ist auf jeden Fall mal Essen. Wir haben da kein Essen mitgenommen. Ja, leck mich doch am Arsch. Das, alles weg. Wo habe ich letztens die ganzen Pflaster Packs gepackt? Ich glaube ja, mal gucken. Oder hatte ich die reingepackt und wir hatten die aber dann schon ins Lager gebracht? Irgendwie so war das. Volle Taschen. Also quasi auch zwei Doppelkisten. Naja, nicht ganz. Obwohl doch. Nee, eine Doppelkiste. Wie viel passt in eine Kiste rein? In eine Kiste, in eine Doppelkiste. Ja doch, genau. Also eine Doppelkiste ungefähr. Also eine normale Kiste hat ja so viel wie bei uns. Und wir hatten zweimal unser Inventar voll. Doppelkiste. So, jetzt haben wir Fackeln dabei, wir haben noch weitere Stöcker und Kohle, um weitere Fackeln zu bauen. Ich bin schon wieder viel zu schnell, ich bleib mal stehen hier. Sind wir jetzt schon wieder vorbei, oder? Wir sind sowas von schon vorbei. Kann das sein? Ja. Wir sind definitiv dran vorbei. Ach nee, da war's doch. War das nicht der Gang? Wobei? Nein, das ist ein anderer Gang. Ja, das ist ein anderer Gang. Das ist das, wo wir jetzt gerade eben waren. Egal, machen wir hier weiter. Ups, ich habe vergessen, die andere Spitzhacke wieder aus dem Ding. Ja, das kann ja mal passieren. So, wie sieht's denn hier aus? Ein bisschen Blei wäre ganz cool, aber ich sehe hier in der Höhle überhaupt kein Blei. Ja, was denn los hier? Das ist alles nur anderes Gedöns. Nicht so geil. Was geht hier ab? Keine Ahnung. Hat Blei eigentlich Restriktionen, dass es nur in bestimmten Höhen wächst? Also, dass es das hat, ist klar, aber ich meine, das jetzt quasi auch noch unten hin, dass wir quasi auf einer bestimmten Tiefe nicht mehr finden oder sowas.
Oder haben wir hier einfach nur Pech gerade in der Höhle? Scheinbar auch ein bisschen, ne, auf quasi nicht an einem. Ja, ich weiß nicht, ob es dann quasi wärmeabhängig ist. In Bereichen vorhanden gewesen und nicht überall. Weswegen ich auch am Anfang dachte, dass es nur am Rand vorkommt. Was natürlich kompletter Humbug ist. Aber so sind sie, die Ronnies. Humbug ist halt was Schönes. Bleiben wir erstmal hier am Rand. Die sammelt schon wieder Eisen. So, hier wird es langsam dunkel, oder? Oh ne, doch, jetzt noch ein bisschen weiter. Blei. Das heißt, wir sind jetzt hier im Gebiet, wo es Blei gibt. Dann nehmen wir jetzt mal hier die gesamte Wand aufeinander. Vielleicht gibt es noch mehr. In die Richtung schon mal nicht, aber hier in die Richtung gibt es Blei. Okay. Dann scheint das hier. Oh. Richtiger Ort zu sein. Oh. So, die Spitzhacke wäre dann am nächsten. Dann wollen wir mal ein bisschen ausleuchten. So und so vielleicht. Und dann geht's los. Gut. Aha. Ah. Sehr schön. Ah, da ist auch noch Blei. Sehr gut. Sehr gut. Zink ist hier auch. Kann man hier mal ein bisschen tiefer graben. Scheint ja doch viel. Oh, Alter. Und wird direkt belohnt. Licht. Danke. Ah ja, warum nicht? Wir müssen natürlich auch aufpassen, dass ich nicht einfach beliebig tief grabe. Hopplei. Hopplei. Ach, hier geht er wieder raus. Sehr schön. Gut, dann hätte sich das Problem. So, die nächste Spitzhacke ist kaputt. Wir brauchen ein bisschen mehr Licht hier. Oh, Alter. Heute Geburtstag hier oder was? Alter. Sink ist natürlich auch nicht schlecht. Ich meine, da haben wir mittlerweile auch wieder ganz schön, ja, aber... Es ist auf jeden Fall noch nicht so viel, dass man sagen könnte, nee, darauf können wir verzichten. Von daher, ganz geil, wenn wir was finden. Und hier ist noch mehr. Alter, hier ist überall, Alter, guckt euch das an, hier ist überall Blei. Ach, schön. Oh, Alter, ist er da gar nicht mehr auf hier. Oh, hier geht's irgendwo hin. Ach so, ja. Ich kam jetzt hier quasi gerade im Kreis. Sehr schön. Oh, ist das geil, Alter. Okay, hier ist gerade ein bisschen dunkel. Licht, danke. Oh, guckt euch das an. Kupfer. Kupfer.
und sing. Und ein bisschen Zinn, keine Schaden. Zinn brauchen wir zwar mittlerweile, soweit ich weiß, gar nicht mehr. Oder gibt es irgendwas, wofür wir Zinn brauchen? Fällt mir gerade. Nein! Gerade nichts ein. Ach, Kacke. Zu sehr auf die Fackel konzentriert. Scheiße. Wir alles mitnehmen, was wir auch abbauen. Alter, wie tief sind wir denn hier gerade? Wo sind wir gerade überhaupt? Alter. Genau, hier war der Ausgang. Ah. Blei. So, wo kommen wir her? Kommen wir von hier? Ja, scheinbar. So, da ist auch schon wieder Blei. Autsch. So, das ist die letzte Spitzhacke gleich leer. So. Haben wir schon mal einen schönen Fetter auspariert. Dann würde ich gerne nochmal, Alter, an die Oberfläche kommen, irgendwie. Um uns das hier ein bisschen markieren zu können. Dass wir auch wissen, okay, da müssen wir nächstes Mal wieder rein. Dann würde ich mal sagen, bis zur nächsten Folge. Bis dann.